So, ich hoffe, es nimmt alles vernünftig auf. Wir haben heute den 27. Februar. Das heißt, ich habe noch keine Antwort von euch bekommen, was ihr besser findet. Demnach habe ich jetzt gerade erstmal auf Deutsch. Deutsch! Deutsche Sprache haben wir hier. Okay. Hier muss ich hinfahren. Das kann vielleicht Ignis für uns machen. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. So, ich habe jetzt schon wieder einige Tage nicht mehr gespielt und habe jetzt auch nur... Das Lustige ist, das ist ja eigentlich das Projekt, was am wenigsten wirklich aktiv läuft, aber glaube ich momentan am liebsten geschaut wird. Total crazy ist, weswegen ich auch heute noch eine Folge geschnitten habe. War tatsächlich... nachgefragt wurde, wie es dann aussieht. Da jemand Futter braucht für eine neue Folge. Und dann, tut mir fast leid, aber ich glaube, ich muss sie mal aus dem Latschen hauen. Oder auch nicht. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. Nimm das! Ganz kurz wieder reinkommen. Angriff starten. Hier mich. Ah, die Königswaffen halt, ne? Wir machen halt Damage. Hau mich wieder selber K.O. Knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Das ist halt eher das Mediume an den Königswaffen. Machen zwar viel Damage, aber ich hau mich auch die ganze Zeit selber aus den Latschen. Nicht so geil. Hallo. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Ich soll mit Chor alleine weiter. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Könnte die perfekte Falle sein, ne? Wenn der Chor gegen uns arbeitet. Dann könnten wir da jetzt ans Messer geliefert werden, ohne unsere Kumpels bei uns zu haben. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Indem du gegen die Wand läufst. Chor, der Unsterbliche. Kriegst keine Tür auf? Warte, ich mach das schon. Ich will mich jetzt natürlich nicht über Chor lustig machen hier. Stehen wir noch gar nicht zur Debatte hier. Wir sind hier schon im Combat. Ich one-hitte mit dieser Königswaffe halt einfach alles aus dem Leben. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Du hast nichts gemacht, Kumpel. Ich muss also selbst stärker werden.
Ihr labert. Er hat nicht einen Finger gerührt. Na, Boys. Warte kurz. Vielleicht an den, das hätte ich schon längst mal tun sollen. Wenn ich die Hintergrundmusik mal ein bisschen runterdrehe. Man hört ja nicht mal mehr die NPCs reden in Kampfmusik. Ich schau mal gerade nicht auf zum Klettern. Ba, 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 ba. Kommen die anderen da draußen alleine klar? Konzentrier dich voll und ganz auf deine Aufgabe. Ja, ja, schon kapiert. Ja, moin! Ihr Magitech-Marodeure. Ja, schießt mal alle hier, kein Problem. Ich bin Neo. Au. Bin ein angeschossener Neo. So, zu dir komme ich mal kurz. Er schafft es einfach nicht oben zu bleiben, der Junge. Riecht da nicht rum, Chor. Danke. Jetzt plötzlich komplette Stille. Hello. Hello. Is it me you're looking for? Muskelstähler. Baby Shark. Du. Hui. Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Oh oh. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Yo, ist da, Digi. Nein, Moment.
Ah, ich hab vergessen, welche Taste ich drücken muss. Ah, okay. So, Kumpel. Ich muss mal kurz hier vorbei. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Genau, der hat mich jetzt eigentlich getroffen. Ignis? Ignis? Pronto? Irgendwer? Pass lieber auf dich selbst auf. Wie ist das möglich? Einmal! MP-Stase, kann ich hier irgendwo. Ja. Oh mein Gott. Dieser Soul Enix. Oh, jetzt liegt das Königsschwert, Alter. Und jetzt, ne? Ich wollte sagen, ich sollte mich healen, bevor ich wieder kritisch werde. Never mind. Ich glaube, ich die ganze Zeit selber um. Oh Gott, Beeindruckend. Das war so schlecht. Eigentlich haben wir noch unsere ganzen EP, ne? Wir haben nicht genächtigt. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Also Kors Stimme holt mich jetzt im Deutschen so gar nicht ab. Ja, siehst du da, wir haben noch unsere ganzen EP. Ich weiß nicht, ob Deutsch the way to go ist. Ignis mag ich lieber auf Deutsch und Gladiolus geht auch klar. Prompto und Noctis. Hol mich nicht so ab. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja. No, jetzt bekomme ich die EP, verdammt. Ich wollte mich ja noch davor drücken. Der Level ist da. Ich finde nach Kämpfen gelegentlich Äther. Wenn schon für Schwierige stehen, so für Selfies. Da müssen wir auch haufenweise Bilder jetzt haben, ne? Kann man eigentlich nehmen, ne? Wie ging das? Teilen, ansehen, speichern. Ja, doch, das speichern wir. Nein. Oh, einfach nur, damit wir sie auch haben. Cooles Bild von Chor. Welches hier ist cooler? Das? Wir nehmen mal das. Es kann also tatsächlich noch weitergehen. Wie man sieht. Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Gut, passt. Das Imperium ist ein mächtiger Feind und Noctis hat einen langen Weg vor sich, wenn er den Kristall zurückerobern will. Auf der Suche nach der Kraft der alten Könige brechen die vier Freunde in eine weite Welt voller unbekannter Wagnisse auf. Kapitel 3.
die weite Welt. Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt. Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Oh, Chocobos! Hinter Daskar liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listalum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja, mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja, die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow, ziemlich abgefahren. Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Das Wagen ist vollgetankt. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Du kannst im manuellen Modus ab sofort selbst den Regalia fahren. Der Wahnsinn. Über das Pausemenü kannst du ein Tutorium starten, das dich in die Grundlage der Welt des Kampfes einführt. Wenn die Gegner Schwierigkeiten bereiten, sollst du dort etwas üben. Schwierigkeiten? Was ist das? Telefon. Hallo? Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Listalum geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja, ich melde mich. Bis dann! War das Iris? Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken. Hey, schon vergessen, dass wir nach Lestalum müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Gerne schön passiv. Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra! Okidoki. Quint Motorenöl, weil ihr Wagen es wert ist. Warte mal, wir können ja auch vor die Quests annehmen, ne? Hallo, ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Er steht da fast so T-Pose-mäßig, finde ich. Steht ein bisschen sehr steif. Steifer Typ, der Boy. Kaufe zahlreiche Zutaten, um beim Zelten möglichst viele Gerichte kochen zu können. Warte mal, was ich schon die ganze Zeit mache. Warte mal, warum ich pleite bin, Spiel. Hallo. Hallo auch. Sag mal, was hast du ein Schönes? Hab ich alle nicht im Inventar, ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde jetzt pleite Super. Gehen. Das war's, ich bin blank. Herzlichen Dank. Das heißt, wir müssen wieder auf Kopfgeldjagd gehen, weil sonst nichts Geld.
hier wieder nach einem Foto aus. Ah, so spät schon? Fotozeit! Oh, großartig! Da ist ja Sonja. Was? Die kennst du? Ja, ich hab sie in Hammerhead kennengelernt. Stimmt. Hab gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Lasst uns mit ihr reden. Wird sicher interessant. Sie weiß viel über die Fauna hier. Das kann nicht schaden. Oh, wer wagt es, mich zu stören? Ich bin hier gerade furchtbar beschäftigt. Oh, wer seid ihr Hübschen denn? Und, was führt euch her? Ich etwa? Nein, also... Oh, ihr wollt mich also lediglich von der Arbeit abhalten. Also wirklich, das ist nicht nett. Nein, gar nicht nett. Oh, jetzt muss ich die verlorene Zeit wieder aufholen. Oh, ich hab's. Ihr werdet zum Ausgleich was für mich tun. Ja? Wirklich? Das ist ja nett. Ich ersticke nämlich in Arbeit. Dann legt mal los und geht auf Frischfang für mich. Was? Frösche? Genau, die kleinen schleimigen Viecher, die so lustig hoppeln, aber nicht jeden dahergehüpften Grünling. Ich brauche Rotfrösche von euch. Diese Art kommt nur in Alsdorf vor. Die Jagd kann also gleich hier beginnen. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Bringt mir ein paar schöne, frische Fröschchen, ja? Wie laut einfach die Soundeffekte im Vergleich zu der Synchronisation ist. Aber was reingedrückt. Lehrreich war das auf seine Weise in der Tat ein bisschen. Und mit der konntest du dich unterhalten? Ja, war echt lustig. Was ich sagen wollte, eigentlich müsste ich alles runterdrehen, damit die Stimmen lauter sind als alles andere. Aber warum soll ich halt so einen Film schieben, ne? Justice Monsters 5. KMA hat ein Update angekündigt. Der Kampf für die Gerechtigkeit geht weiter. Bitte nicht. Ich hasse. Ist das immer noch das normale Justice Monsters 5? Ich glaub schon, ne? Nee, ich verzichte. Ich würde mir gerne ein neues Spiel geben, aber Justice Monsters 5 muss nicht sein. Also dieses Ungetüm im Wasser? Unternehmen die Jäger denn gar nichts dagegen? Meinst du den Katlipus? Der sieht viel gefährlicher aus, als er eigentlich ist. Jo, Brudi. Willkommen im Krähennest. Ein Häppchen gefällig? Sag mir erstmal, was hier so abgeht. Dann zeig mal, was ich hier für Aufgaben machen kann. Seid ihr in Kampflaune? Gefährliche Garulas, tagsüber. Mach ich. Gib her. Viel Erfolg. Danke, danke. Mohr und Totschlag. Hat keine Bedingungen, können wir also auch machen. Man dankt. Easy peasy. Dank mir mal noch nicht. So muss ich die Aufgabe machen. Für hast du was, was ich mir leisten dabei kann? Ich kann mir ein Wasser leisten. Schutz vor Frosch und Schutz vor Gift. Hier, vielleicht hilft es uns. Gut. Guten Appetit. Prost. Ich kenne ja auch Skill, ne? Und davor habe ich Mann euch die letzte Zeit ein bisschen. Das habe ich ein bisschen weggecuttet und werde ich jetzt auch wieder tun. Deswegen werde ich dabei jetzt nicht reden. So, ich habe geskillt. Vorzugsweise wieder in mehr EP bei Schrumpfs machen. Optimal also für uns. So, Aufgaben. Da hat sich schon ein bisschen was angesammelt. Bräuchten wir aber die Materialien. Die Eillieferung. Das können wir, sowas können wir jetzt eigentlich auch machen, ne? Deswegen. Ich mache jetzt mal einen Haufen von Nebenquests. Kann ich denn zur Aufgabe fahren? Kann ich schon. Nice! Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Und damit bin ich wieder da. Hi. Ich hab vielleicht ganz kurz... Oh, das war eine Scheiße Idee. Ich hätte den Wagen mitnehmen können. Nee, egal.
Ich hab vielleicht ganz kurz heiße... Was ist das denn? Nockt, da oben! Feinde! Danke! Scheiß auf da oben! Was ist denn das da im Wasser? Ein Riesenpenis! Und ihr jetzt? Dann kommt der. Einmal bitte ausladen! Da ploppen sie raus. Oh. Wollen sie anvisieren. Hallo! Na, Feinde? Wir sind hier verwundert. Im Unterzahl, Seite. Boah, ich will mal mit Rechtsklick anvisieren. So mache ich das. Ein nach dem anderen. Was für ein nach dem anderen? Ins Gesicht. Wie mache ich denn einen Teamlink Warp? Jetzt erklärt mir niemand. Ach so, das ist es. Genau das. Bitte, ist down. Unser Ignis. Überrascht. Noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Ja, das sind solche Lappen. Ach Leute, muss das denn sein? Na, dann kommt her. Lass ich euch kurz den Arsch auf. Guten Tag. Hui. Bam, einer reinkloppen. Ja, Team Link wird schwierig, wenn die alle so schnell sterben. Komm. Bam. Wieso kann ich nicht? Ach, der, weil er tot ist. Es ist schwierig, gegen Lappen sowas zu machen. Danke dir. Und du auch. Tschüss. Würde mich vielleicht sogar die Garuda-Quest hierher schicken. Gefährliche Garulas. Könnten die sein, oder? Nee, nicht ganz. Aber ich markiere die einfach mal. Und haue ich jetzt die weg und haue dann die dahinter noch weg. Was ist mit diesem Riesenpenis? Sieht so geil aus, sorry. Auch mit dem Eis und so. Der Jäger muss sich hier in der Nähe ausgeruht haben. Also, Augen auf. Lackversiegelung also. Wie? Hm. Hau mal kurz drauf, ne? Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird sie jedenfalls nicht. Wir bleiben mal kurz stehen. Falsche Taste. Schauen wir mal. Großschwert. Naja, ich kann natürlich hier mal. Oh, mach mir halt selber Schaden damit. Oh, jetzt kommen ja noch die Magitech-Boys dazu. Okay, das ist kein Teamlink Warp. Okay, dann habe ich keine Ahnung, was ein Teamlink Warp ist. Junge, was ist denn hier los? Ah, da sind noch mehr Gegner. Ich chill mal kurz. Guckt es an.
Gemetzel. Was sagt nur so ein Ruhe hier, Klapperbursche? Das kann ich davon oder davonlaufen. Und das nach Range gehen und dann zack in die Fresse. Ja gut, war schön mit euch, ne? Machen wir nochmal. Ja, bitte. Da habe ich geschlafen. Du bist dran. Du. Großer. Ich kann euch hier immer richtig einen reinhauen. Was sagt er dazu? Komm her. Dann werde ich von denen angesprungen. Das gibt's doch nicht. Nein. Kritischer Zustand. Nicht gut. Gib mich. Hab ich mich geübt? Nö. Gib mich. Gib es. Mach schon. Ignis! Ja. Ah, ich war gerade unverwundbar. Tschüss! Das war's. Dario! Bam! Und du gehst mal weg. Oh nein, 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 Moment. Ich mal kurz auf mein Wunderschwert und jetzt. Ach, was kommt denn da Schönes von oben? Hallo, meine Magitech-Freunde. Oh, ich geh mal kurz, ne? Verlieren. Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Geschafft ist geschafft. Das war ein ganz schönes Gemetzel, ne? Aber ich fürchte, diese Magitech Boys werden mich jetzt die ganze Zeit zielsuchend verfolgen. Das scheint es zu sein. Was meint ihr? Ja, ob das wirklich so gut ist? Sidney meinte, es wäre für den Regalia. Sidney hat uns echt zu Laufburschen degradiert. Und? Läuft doch. Du wirkst glücklich. Ja, bin ich auch. Schön für dich. Okay. Na, dann mal los. Pumpe dir. Ihm Link durch Warp. Greife abwechselnd mit deinen Kameraden an, bis der Teamlink-Balken aufgebraucht ist. Maximal. Okay.
Verdammt! Ja, ich check's nicht. Was los? Großer. Ton aus der Zeit. Muss mein Ton komplett weg. Nicht Ton aus der Zeit. Aber Ton läuft noch weiter. Moment. That's it? Okay, ich glaube, ich habe gerade so lange bewegungslos gesessen, aber wirklich bewegungslos, dass mein Headset gedacht hat, ich habe das Headset weggelegt. Verrückt. Ah, das sieht gut aus hier. Warte. Einmal reinholzen. Oh, Magitech kommt. Schön. Ah. Ah. Jo, Moment. Wow. Los, gut, Gladio, hau da mal ordentlich rein. Oh, scheiße, dass ich jetzt die ganze Zeit mit dem Speer kämpfen muss. In diesen Heldenwaffen. Das ist nicht gut. Lass mich doch kurz zufrieden! Oh, Pompo ist weg. So, ich muss wirklich mal kurz in die Ausrüstung, weil diese ganzen Königswaffen ist nicht geil. Hätte ich gerne mal wieder ein Großschwert. Ist ja gut, wenn ich eine Königswaffe habe und so. Aber ich wette nämlich, die sind mit Großschwert, genau. So, Jagdziel erledigt und wer kommt? Magitech Boys. Hallo. Hier, yeah, Team Link. Ich warpe. Mach was.
klar, komm. Wir machen Teamlink-Angriff. Ja, ich mach doch schon, aber... Aber ich krieg's nicht hin. Ist schon alles leicht psychopathisch, was hier so passiert. Ich würde erstmal zum Regalia. Das können wir, glaube ich, auch relativ schnell tun. Warte über die Karte. Erstmal zum Regalia. So, mittlerweile haben wir es denn dann nämlich auch nachts. Da fährt der Herr Ignis ja sowieso nicht. Das heißt, ich springe mal in den Wagen. Ach, Ignis, lass doch mal gut sein. Nockt. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Ach. Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Mach ich doch. Kein Problem für mich. Aber werd nicht leichtsinnig.